Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play mit dem Bleed Hammerdin mit schön viel Blut. Blut und Morde. Ja, wir haben im letzten Part den komischen großen Gegner getötet beim ersten Monolithen, wo ich den Namen nicht mehr so genau weiß. Und heute haben wir ja diesen großen Greifen. Oh, nochmals wie ich es will. Könnten wir nicht fragen. Ja, machen wir dann irgendwie schon. Ja, das sind natürlich die Throwing-Handschuhe, die sind sehr, sehr stark. Anfangs-Game. So, wir kommen echt schnell mit dem Taxi vorwärts. Taxi-Schild! Taxi, Taxi! Kann es gar nicht so nachsingen, aber... Schwer. Ja, das Lied von Taxi 1. Und glaube ich 2. Wie heißt die Gruppe? Black Eyed Peas. Jo, eine gute Gruppe mit guten Liedern. Taxi, 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 Taxi 3, Taxi 4, Taxi 5. Gute Filme. Okay, am Schluss die 4 und 5, Teil 4 und 5 nicht mehr so gut. Aber nicht so gute Filme, die ersten drei. Dann der dritte Teil, der Hype war so richtig groß. Wir waren es im Kino schauen und ich konnte nicht mehr vor Hype. So geil getunte Autos vorkommen. So. Nein, nicht so Handschuhe, die immer wieder droppen. Ja, diese Wahrscheinlichkeit, ne? Wahrscheinlichkeitsprinzip ist sowas von langweilig. Das ist so typisch. Oh, okay. Bei Start Absturz. Bitte spiel nüchtern. Meh. Okay. Ladebildschirm-Simulator. Absturz-Simulator. Ja, ich habe in letzter Zeit sehr viel gelesen, dass Windows 11 immer noch bei vielen zu heftigen Abstürzen und Bluescreens gerät. Ich habe gestern ein neues Modpack für Minecraft ausprobiert und hatte auch wieder mal einen Bluescreen. Bei mir sind es ja eher die Crashes, die mich stören. Eigentlich ziemlich wenig Bluescreens. So alle 10 Tage vielleicht ein. Und das nur, weil ein paar Leute so wenig Zeit investieren, um ein Betriebssystem fertig zu machen, bevor sie es veröffentlichen. Hä? Die hätten noch 3 Jahre warten können und dann veröffentlichen. Das sind 3 Jahren jetzt ab jetzt. Und dann fertig, ja. Aber sie müssen es natürlich voreilig rausbringen und alle zu Weißglut verarbeiten. Ich frage mich einfach, haben die keine Scham? Haben die nicht irgendwas im Kopf, das sagt, sorry Leute, wir haben Scheiße gebaut, wir wollen das alles in Ordnung bringen, wir machen das so schnell wie möglich auch. Gibt's nicht mehr solche Menschen bei den großen Jobs, bei den wichtigen Jobs für die Computerindustrie und so? Gibt's das nicht mehr? Im Grinding Gear Games und ja hier auch. 11th House Games oder jetzt zum Beispiel auch Blizzard mit Diablo 4. Sie entwickeln einfach nur negativ. Also der neue Patch 1.1 in Diablo 4. Was haben die Entwickler eigentlich dabei gedacht?
Haben die nichts vorgeplant? Sind sie jetzt momentan so überbezahlt, dass sie nicht mal einen Plan machen können? Das tut mir einfach so leid für die Kunden, für die Nutzer. Das ist schlimm. Oh ja, das schöne Level. Ich liebe diese Hand. Es geht mir nicht um guten Content. Also der ist eben. Das ist ja toll an Games, es gibt guten Kunden. Mir geht es einfach darum, dass die schlechten nicht einprogrammiert werden sollen. Aber sie werden einprogrammiert. Oder eben einfach nicht gewollt einprogrammiert, wie Bugs und Crashes. Aber was ist der Mensch heutzutage noch wert, oder? Er muss überall Abo kosten. Man beutet einfach den Menschen aus. Nur damit er ein bisschen Spaß hat, oder? Und das ist das Schlimme. Wieso kann man den Menschen nicht einfach in Ruhe lassen, oder? Wieso muss man ihn dann immer wieder ausbeuten mit Geld, Geldsucht, ausbeuten, zum Zahlen zwingen? Und ja, ich habe heute mehrere Sachen nachgeschlagen über Kinofilme. Einen bestimmten Kinofilm interessiert mich momentan sehr. Und es gibt einfach ganze Zeit News über schlechte Veröffentlichungen. Und ich wollte die nicht lesen, aber ich wurde dazu gezwungen. Es wird ja Werbung gemacht über diese Skandal-Veröffentlichungen. Ich will sie nicht wissen. Sie zwingen mich aber. Und zwischen den News, die ich nicht haben will, tonnenweise Werbung. Also wirklich, tonnenweise Werbung. Ja, wow. Darf ich jetzt ab jetzt kein Handy mehr nutzen, weil ich tonnenweise Werbung habe? Das ist schon schlimm, oder? Der Mensch wird ausgebeutet. Auf Strich und Faden. Und macht's wie ich. Schaut einfach nicht mehr so viel nach und so. Tut einfach das ein bisschen vermeiden. Es geht euch viel besser. Aber die meisten Menschen machen trotzdem weiter und unterstützen damit noch mehr Werbung. Noch mehr Generve. Der Mensch muss einfach sich nicht nerven lassen. Dann geht es ihm besser. Aber was machen sie? Sie machen weiter. Also sie tun weiterhin diese Sachen, nutzen, die zu viel Werbung haben und so weiter. Und das führt zu nichts. Das wird nur zu negativen. Also einfach nicht machen, anstelle von suchten. Ist echt schade, oder? Ich auf meinem Kanal habe wahrscheinlich nie Werbung gehabt. Aber andere, die natürlich größer sind als ich, ja, die schalten unglaublich viel Werbung. Ich habe ja eine Switch gekauft und wollte das Zelda kaufen, das neue. Ich konnte es vergessen, mir ein Bild zu machen, weil nach 5 Minuten immer wieder groß, zwei große 30 Minuten, 30 Sekunden Werbeblöcke kommen. Jo. Und das kann ich halt nicht. Das will ich ja nicht gut aushalten. Okay. Physical Damage und Elementar Damage werden gebufft. Das kann so schon bald zu einem ersten Tod kommen. Aber jetzt noch nicht. Ich bin zu faul dafür. Ja, die Keule haben wir in 4 Level. Oder 2, 1, 3 Level. Also der Mensch muss halt schauen, dass er das Richtige macht. Ja, heute habe ich auch wieder ein bisschen geredet mit einer Dame über das Wetter, weil es so schwül war in der Nacht. So viel Luftfeuchtigkeit. Ja, sie hat mir gesagt, es werden wahrscheinlich so Südsee-Früchte bald bei uns wachsen, weil das Klima einfach so heiß und schwül wurde, dass es einfach geht.
Also weißt du, wenn du vor der Haustür Bananen anpflanzen kannst, dann ist es zu heiß geworden. Macht mich echt deprimiert. Aber gut. Ich meine, wir sind immer noch hier im gemäßigten Klima. Einfach so 3-4 Grad wärmer. Aber das macht viel mehr Auswirkungen. Du hast schwillere Tage, also hast du gleich mal 10 Grad höher gefühlt. Das ist halt heftig. Denn so schöne Attacke drauf. Krass. Du bist ja schneller, hä? Und du so enragen? Okay. Immer wenn Gegner ein bisschen übermächtig sind, spiele ich mit ihnen. Ich hab's einfach gern, mit ihnen dann zu spielen. Und mich noch stärker anzustrengen. Lieber ein bisschen spielen. So, dass du natürlich nicht stirbst. Ist ja klar. Okay, Damage nochmals. Wir haben als Damage Nuts. Ich mach's trotzdem. Aber nur High, also nur die großen Gegner. Machen wir Damage. Also Boss, One Hit. Der Boss One Hit mit den Hosen. So eine 0,1 Sekunden One Hit Attacke wie der Emperor of Corpses. Ja, Experten würden sagen, das ist dort, ja, ist ja auch dort, aber es sind trotzdem Schläge, also es sind trotzdem Sekundenbruchteile oder Millisekundenbruchteile, die halt wirklich auch sozusagen als One-Hit gelten. Du tust ja auch einmal Feuerball schießen und der Brandschaden tut dann das Übrige, also es ist auch One-Hit, weil ein Feuerball das auch macht. Oder da die Hanging Souls auch, oder? Es hat einfach ein Skill. Na, no, hab ich auch schon. Nehme ich glaube ich gar nicht mehr. Ja, ich kann ja noch das neue Fach hier jetzt machen, aufmachen. Tue ich mal alles mal rein. Muss ich mitnehmen. Und das auch gleich ein. Gut, was haben wir denn? 12, 16, 13 Minuten. Ja, das machen wir noch kurz. Oder das machen wir hier kurz und dann da oben ja noch das Unique. Oder haben wir das schon, glaube ich? Auf jeden Fall einfach nach oben wieder gehen. Es ist besser, nach oben zu gehen meistens. Wenn ihr mehr suchen müsst, weiter entfernt das Corrupted. Macherzeit, dann geht ihr am besten einfach rechts herum. Das ist am besten. Links herum, man sieht einfach nicht so viel. Dann. Und irgendwie links sind meistens die schlechteren Nutzers. Die schlechten Echo-Belohnungen. Was sind die rechts? Weiß ich nicht wieder. Wie viele Schweine haben wir? Ja. Ja, richtig. Nochmals dieses. Geil, wir haben nochmal das gleiche Relikt bekommen. Das ist so, vielleicht gar nicht mehr so selten. Ich habe sie nur nicht geklopft bekommen vorher. Kann auch sein. Ja, wir haben ja auch nur 2 Bits, glaube ich, gemacht im Center in den letzten paar Monaten. Seit März, sag ich mal. Ja, der 25. Mai Update war ja nicht so groß. Das sehen wir jetzt nicht als dieses Umschwung, weil wir auch nicht ein Charakter-Reset hatten wie beim Multiplayer-Update. Weil wir ja Multiplayer spielen. Also Singleplayer kann man ja auch immer noch spielen. So. Ja, ja, definitiv. Ich habe nur die Saves damals ausgenommen und in einer anderen
Ding genommen. Das war übrigens auf der Festplatte, die Saves habe ich immer noch. Hätte ich sie auf dem PC gelassen, hätte ich sie nicht mehr. Also hier hätten wir Scepters. Ich brauche aber Axt. Haben wir irgendwo ein Axt-Echo? Hier haben wir Ringe 2. Ich glaube, wir gehen mal auf die Ringe. Damit wir einfach Schreds haben, das ist ein bisschen wichtiger. Also, dass es nicht so stark ist. Sondern die Damage ist immer noch in der Wirkung. Das ist nicht so toll. Also hier die zwei Ringe noch nehmen. Dann können wir eigentlich schon bald auch wieder weiter. Die sind viel schlechter als diese Feuerartgenossen, weil sie einfach so einen Boden haben, den man gut ausweichen kann. Da habe ich so einen Sprüher. Was das für Skills war. Ich besiege sie zu schnell. Also komm. Mach mal was. Ach man, du verblutest ja. Mach doch mal was. Setz doch mal eine Fähigkeit ein. Ja, das ist auch negativ an OP-Bates, man. Tu die Gegner zu schnell kaputt, man. Heute, gestern, das ist schon wieder einen neuen Tag, hat mir jemand gefragt, ob ich schwul sei. Hä, wie kommt der drauf, dass ich schwul bin? Ich bin doch nicht schwul. Liebe Frauen, viel mehr. Zu 100% mehr. Ich mag Männer zu 0%. Also ja, einfach Liebesbeziehung. Mag ich zu 0%. Aber ich bin überhaupt nicht angezogen zu Männern. Ich bin eher... Ja. Mit Abstand. Gerne reden über andere Dinge, nicht über sexuelle Sachen. Ja. Bin eigentlich gar nicht momentan so liebesbedürftig. Und ich suche halt immer noch meine Traumfrau. Bevor ich nicht meine Traumfrau gefunden habe, kann ich dann einfach noch nichts sagen dazu, ob ich schwul bin oder bisexuell. Ja, beides zu lieben wäre eigentlich auch nicht schlecht, aber ich habe überhaupt keine Beziehung zu mir. Kann nicht aufbauen. Ja, Freundschaft aufbauen, aber nicht sexuell. Ja, klar. Wenn ich mich nicht angezogen fühle. Ist das halt auch schwer, oder? Du hast nichts von mir, natürlich. Du siehst keine Liebe. Ja, da fragt man sich, wieso? Oder wieso kommen bei Discord in einem Call Leute, die fragen, ob man schwul ist? Vielleicht sind sie ja schwul und wollen halt unbedingt einen Lover haben. Kann schon sein. Aber es sind ja nicht meine Leute, es sind von anderen ihrer Leute und ich bin mir dann eigentlich egal, ob sie mich fragen, ob ich schwul bin oder nicht. Hä, wo muss ich hin? Hä, hey, wieso bist du nicht weiter? Ja, der ist so verbuggt, dieser Skill. Shield Rush gehört noch zu den verbuggtesten Skills. Dafür ist er einfach OP. So der Entwickler, ja, wir sind faul, wir machen einen Skill so schlecht fertig, wie es nur geht. Wir lassen die Spieler einfach hängen mit einem so verbuggten Skill. Komm, wir müssen lieber irgendwie noch einen neuen Akt reinbringen, dass die Spieler noch länger irgendwie an der Kampagne hängen und das Gameplay eigentlich nie sehen, was sie so wünschen. Irgendwie so etwas denken die noch. Natürlich war es mit Humor zu genießen, aber... Ja, man hätte doch gerne ein bisschen mehr Qualität und findet sie nicht. Oh, wie schnell die down waren. Ah, wir sind einfach von oben gestartet. Ja, das hätte ich müssen wissen, wenn ich genau wusste,
Ich merke das nicht. Sieht halt auch anders aus, was so brennt. Oben ist nie eine Kiste. Oh, ich hätte wie eine Kampagne gerne in manchen Kisten. Ja, was castet hier so? Ein paar Meteoren. Ich habe halt die dickeren Dinger gehabt beim anderen Ding. Ich habe Hämmer, die viel mehr Schaden machen als ihr mit ihren blöden Meteoren. Hm? Na, geht's dir? Du willst noch ein bisschen leben. Das darf gar nicht mehr leben. Nur noch ein bisschen schwach. Das ganze viel High Energy Monster. So, aber ich bekomme bald meine alten Seele. Bin ich voll drüber. Froh drüber. Shit, so. Nutze ich eigentlich nie. So, wir haben genug Zeit, noch Level 63, also 62 zu werden. Idole, ich brauche schon Idole. Dann gehen wir zu den Idolen runter. Wir machen einen ganz anderen Weg als am Anfang. Im letzten Part wollten wir nach oben. Und jetzt gehen wir einfach nach unten. Nach links unten, dort wo die Südsee ist. Gibt's im Void, gibt's in diesem Monolithen eine Südsee? Bei Hexit gab es ja diese Südsee, also diese Nord. Diese Nordwall mit der Südsee. Nein, mit der Nordsee. Also, Gebieten, die so piratisch angehaucht waren. Haben viele wahrscheinlich nicht entdeckt, was ich damals gespielt habe. Weil man musste leider wie viele Kilometer nach Norden laufen. Und in irgendeinem Game oder Mod von einem Game gab es so außerhalb der Map einfach so eine unendliche Wüste, wo es manchmal Tempel gab, aber keine Ahnung, ob das überhaupt Minecraft war oder wo. Nein, Minecraft war es nicht, ich konnte nichts abbauen. Irgendwie in einem Game gab es eine unendliche Wüste so mit verschiedenen Mini-Levels und so. Ja, war ziemlich cool. Möchte ich gerne auch mal wieder in einem Game sehen, so unendliche, ja, Sachen. Zum Beispiel No Man's, eigentlich wie es war ein besonderer Game. Also dieses Weltraumspiel da mit der unendlichen Map. Oh, heute habe ich es nicht mehr so mit Namen. Ich bin ein bisschen müde. Ich bin aufgewacht und habe gedacht, okay, ich schlafe noch ein paar Stunden. Und ja, bin dann einfach aufgewacht, aufgestanden. Bin noch ein bisschen zu. Aber ich habe gestern auch mega viele Rundfolgen-Setups und